Abitur 2017. Ich habe mein Abi in der Tasche. Ich habe gerade so die letzten Notenbesprechungen. Geschichtsstunde, die letzte Geschichtsstunde. Meine Geschichtslehrerin wartet draußen vor der Tür auf mich, um mir meine letzte Note zu sagen. Sie sitzt da, ich sitze ihr gegenüber, also face to face. Sie schaut mich an, richtig stolz, also mit einem dicken Lächeln, mit WhatsApp-Emoji, Herzaugen, guckt mich an und sagt, Parshad, du kriegst von mir 9 Punkte, weil du bist eine schlaue Ausländerin. Ich denke mir so, hä, okay, ist es jetzt ein Kompliment, ist es eine Beleidigung, was soll ich jetzt machen? Und dann schaut sie mich weiter an und sie lächelt und sie wartet auf eine Antwort von mir. Sie sagt wirklich so, wirklich eine schlaue Ausländerin. Ich lache mit ihr mit, ich so, ich so, okay, soll ich jetzt sie umarmen, soll ich jetzt ihr Knie küssen, soll ich sie jetzt beleidigen, was soll ich machen? Ich habe dann ihr die Hand gegeben, habe mich bedankt für die Zeit und habe dann auch somit meine ganze Würde und meine Ehre in die Tonne gekloppt. Tage später habe ich mich gefragt, warum habe ich diese Frau nicht beleidigt? Warum habe ich nicht irgendwas gesagt, sie aufgeklärt und gesagt, ey, guck mal, so und so, das geht nicht, was du gerade gesagt hast. Was macht die schlaue Ausländerin heute? Ich bin Comedian, Entertainerin. Ich habe einen YouTube-Kanal in Zusammenarbeit mit Funk. Ich bin bei Podcasts, ich bin ab und zu im Fernsehen zu sehen, ZDF, ARD. Ich mach Geld, mir geht's gut, also kann ich auch so frecherweise sagen, ich darf ein bisschen flexen. Ich habe aus dem Nix wirklich mit 300 Followern auf Instagram angefangen vor 3 bis 4 Jahren und mit anderen Worten, es läuft gut. Also habe ich doch irgendwo jetzt so einen Status, kann man sagen. Also irgendwo kann man doch sagen, ey, das ist doch alles jetzt perfekt, was sie macht und ist doch alles gut. Aber der Geist der Geschichtslehrerin verfolgt mich noch bis heute. Ich war mal in Berlin bei einer Produktion, bei einem Dreh, saß in der Maske, kommt der Regisseur rein, original so. Ey, Parshad, was geht ab, alles? Alles gut bei dir? Ich so, okay, schon wieder. Wirklich nach all den Jahren schon wieder jemand, der sagt oder denkt, ein älterer Herr auch noch, der denkt, ich kann nicht anders ihn verstehen. Ich so, hallo. Freut mich. Er redet weiter, er sagt, guck mal, ich schwör, ich bin hier und so, ich muss dich briefen und so. Ich so, danke. Ich höre ihm zu und ich merke, dass er mich die ganze Zeit so, er verarscht mich die ganze Zeit, er äfft mir die ganze Zeit nach, egal was ich sage und egal wie normal ich es auch sage, ein älterer Regisseur, ein älterer Mann. Und es ist auch nicht der erste und letzte gewesen, leider. Wir sprechen über Kunst und Kultur, über das, was ich machen muss jetzt heute und auch was ich in Zukunft mache. Ich sage so Sachen wie Dito, de facto. Er sagt, oh mein Gott, schlau ist sie auch noch alle. Ich so, das ist gerade so unangenehm, ich möchte gerade kotzen vor seinen Füßen. Aber ich bleibe nett. Ich bleibe nett und denke mir nichts dabei. Am Ende sage ich ganz zum Schluss wirklich ganz normal ein Wort, das ich oft verwende in meiner Alltagssprache. Ich sage tamam. Es ist türkisch und bedeutet einfach nur, okay. Er lacht, er plustert sich auf. Tamam, tamam, Bruder, tamam. Ich so, jetzt muss ich wirklich kotzen, ich kann nicht mehr. Das Problem ist bei der ganzen Geschichte, warum macht mich ein Tamam denn jetzt dumm? Warum äfft er mir so hässlich nach? Tamam ist eine Sache, die ich sage im Alltag, um mich zu verständigen. Ich sage auch nicht unbedingt, dass es jetzt Jugendsprache ist, weil ich kenne auch viele ältere Generationen, die das verwenden. Auch ein Habibi, einfach so im Slang. Leute mit und auch ohne Background benutzen das. Ihr merkt bestimmt, ich spreche ein bisschen so, wie die YouTube-Kommentare es sagen, oder ich will die gar nicht zitieren, so wie die es halt meinen. Ich sage so Sachen wie ich oder keine Ahnung was. Laut den Hatern liegt es an meinem persischen Migrationshintergrund. Laut den Hatern kann ich kein richtiges Deutsch. Und das ist etwas, was mir immer einfach um die Schultern geworfen wird. Und ich nenne diese Sache, die mich so belastet seit Jahren, vor allem seitdem ich auch jetzt das mache, was ich mache, das ist der graue Mantel. Dieser graue Mantel, der mir von der Geschichtslehrerin einfach so umgelegt wurde, den ich jahrelang gegen meinen Willen nicht ablehnen konnte. Der graue Mantel, der mir der Regisseur einfach um die Schultern geschmissen hat. Der graue Mantel, der sagt, Parshad, die dumme Kanakin, die kann auch gar kein Deutsch, guck mal, wie sie redet, sie lebt zwischen zwei Welten, sie hat bestimmt wenig Bildung genossen, so. Der graue Mantel, der tut weh. Er kratzt, er lässt mich stottern, er lässt mich unsicher, er lässt mich denken, ich habe das alles gar nicht verdient, was ich gerade habe. Imposter-Syndrom wird gefüttert ohne Ende.
Laut Hater-Kommentaren liegt mein SCH-CH-Problem, mein Ösch, liegt es an meinem persischen Migrationshintergrund. Laut Hatern ist es so, dass ich halt wenig Bildung genossen habe wegen diesen zwei Welten, nicht so viel Zeit hatte, die deutsche Sprache zu lernen. Da muss ich jetzt leider, wo ist hier eine Kamera, alle Trottel da draußen enttäuschen. Mein SCH-CH-Problem liegt nicht an meinem persischen Migrationshintergrund. Ich bin a hessisch Mädche, ich komme aus Hessen. Am 22.10.97 in Darmstadt geboren. Aufgewachsen in einem Dorf in Südhessen. Da babbel mal so. Danke, danke. Danke. Da hebbe mal immer so gebabbelt. Wisst ihr, was ich meine? So. Wie kann es sein, dass ich mich immer mit sowas rumschlagen muss? Und zwar jedes Mal. Irgendwelche Nazis in den Kommentaren, irgendwelche Leute unter meinen Kommentaren, unter meinen Videos, in ganz normalen YouTube-Videos, wo wir sowas spielen wie Mafia. Wir spielen Mafia und dann siehst du halt Leute mit und ohne Migrationshintergrund oder mal alle mit Migrationshintergrund und dann schreiben Leute ernsthaft unter einem Video, wo es überhaupt nicht mal das Thema ist, schreiben Leute abschieben, dämliches Migrantenpack, was weiß ich. Mir hat letztens jemand wirklich unter meinem Instagram-Reel geschrieben, dein Auftreten ist erbärmlich und peinlich, damit schadest du allen erfolgreich integrierten Menschen Deutschlands. Ich habe so eine Theorie, guck mal, wenn dein Fußzeh stinkt, dann sage ich doch auch nicht, dass du damit allen Leuten, die braune Haare haben, Deutschlands damit schadest. Merkst du, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat? Wenn du mich peinlich findest, schreib, okay, du bist peinlich. Oder schreib, du stinkst, ist mir lieber. Aber bezieh das doch nicht immer. Hört auf, krampfhaft immer alles mit dem Background zu assoziieren. Das macht keinen Sinn, es nervt. Der graue Mantel mal wieder um meine Schultern, manchmal ersticke ich daran. Diese Leute, die mir sowas schreiben, viele von denen sind komischerweise auch die Leute, die ihre Ärsche ins Kino bewegen und für eine Chantal von Fuck You Goethe laut applaudieren. Chantal, kennen bestimmt viele, ist ein Charakter aus der Comedy-Filmreihe Fuck You Goethe. Sie ist eine Schülerin, die halt mit Absicht so ein bisschen verpeilter geschrieben ist und das Ding ist, sie redet fast so wie ich, nur halt ein bisschen überspitzter. Und sie trägt auch dicke Kreolen, Jogginganzüge. Also ihr geht's genauso wie mir so im Alltag, oft so, keine Ahnung, so schweißen schon so. So. Sie redet natürlich auch ein bisschen überspitzter als ich, wenn ich mich mal so gehen lasse und mich wohlfühle in meiner Alltagssprache im Alltag. Nun habe ich jetzt eine Frage an alle. Wie kann es sein, dass eine Chantal nicht mit derselben Scheiße, jeden verdammten Tag umgehen muss und soll? Wie kann es sein? Warum muss ich mir das geben? Mir fällt auch nur eine Antwort ein und es tut mir irgendwie leid, dass ich das sage. Und manchmal traue ich es auch nicht, so laut auszusprechen. Liegt es wirklich daran, weil sie helle Haare hat und helle Augen? Ist es das? Übertreibe ich? Ich suche doch selber auch nur nach Antworten, weil ich kann nicht mehr. Es ist so, Papa Staat hat damals ältere Generationen gebraucht, unsere ältere Generation, unsere Opas, Omas, Uropas, Uromas, damit die Wirtschaft erblühen kann, damit es einfach Papa Staat besser geht. Und das ist dann der Dank dafür, dass wir Kinder dieser Generationen, die so einen Gefallen getan haben für Papa Staat, dass wir mit Diskriminierung, Rassismus zu kämpfen haben, dass wir ermordet werden in Shisha-Bars für das, was wir sind, wie wir aussehen, wie wir reden, wie wir atmen, wie wir laufen. Ist das der Dank dafür? Wer bist du in dieser Welt, um zu sagen, du darfst hier nicht rein? Diese Welt hat 197 Grenzen und ich kann das nicht akzeptieren, dass jemand sich einfach das rechnet und sagt, du solltest jetzt aber gehen. Weil du bist immer irgendwo auf dieser Welt, wenn wir es sehen wollen, so sehen wollen, eine Ausländerin, ein Ausländer, jemand mit Migrationshintergrund. Und das ist de facto. Ich habe oft mit vielen Leuten darüber gesprochen, ey, was macht ihr, wenn ihr in solchen Situationen seid, wenn euch jemand verarscht, wenn jemand sagt, tamam.
Viele meiner Freunde und Freundinnen und viele Leute aus meiner Familie sagen, einfach ignorieren Parashat, einfach weitermachen. Die wenigen sagen, das Gespräch suchen. Ich habe damals durch mein Stipendium viele Seminare bekommen. Oft wurde mir beigebracht, Parashat Kumar, sei ein bisschen freundlich, taste dich heran, aber sei nett und freundlich, damit du nicht das bist, was sie in dir sehen. Es ist mir mittlerweile scheißegal. Ich gehe komplett in die Offensive. Ich äffe das Lachen nach. I don't fucking care. Wie kann es sein, dass mein Tamam verarscht wird, aber mein Anyways nicht? Bestimmt wird auch ein Anyways verarscht irgendwo. Aber ich erlebe, ich persönlich, ohne Statistiken oder sowas, ich bin keine Expertin, aber ich seit 3-4 Jahren erlebe in dieser Branche vor allem und auch ihr bestimmt in der Schule, auf der Arbeit, in der Politik, Ehe, Dating, dass das Tamam eher mehr verarscht wird als ein Anyways. Was tun? Ich äffe das Lachen der Person dann auch nach. Es kommt ein Tamam und dann mache ich auch. Und dann sind die meisten dann vor mir still und sagen, habe ich was Falsches gesagt? Ja, du hast alles falsch gemacht, was man machen kann. Aber ich erkläre es dir sehr gerne, komm, nimm dir einen Tee, lass sitzen, lass reden. Wir sind alle Kinder dieser Welt. Wir müssen aufhören, den Background vor den Charakter eines Menschen zu stellen. Wenn ich stinke, wenn du stinkst, hat das nichts damit zu tun, dass unsere Eltern aus einem anderen Land kommen. Hört auf, den Background vor den Charakter eines Menschen zu stellen. Es reicht, es macht müde, es nervt. Wenn mich jemand fragt, ey Parshat, woher kommst du? Und ich merke, dass die Person es nicht macht aus Interesse, sondern einfach nur dafür, damit sie mich in irgendeine beknackte Schublade stecken kann, damit sie irgendwie versucht, mich zu lesen. Und wenn es auch die zweite Frage ist, wenn sie fragt, ey, Pascha, woher kommst denn du? Dann antworte ich, aus Hessen. Und du? Tamam? Tamam. Dankeschön.